Seit 3 Jahrzehnten rollt der Dreier BMW nun schon über Deutschlands Straßen. Kein Modell ist dabei von größerer Bedeutung für die Münchner, gilt der Dreier doch als der meistverkaufte PKW in der Firmengeschichte. Vor allem die innovative Technik hat den Dreier immer bestimmt. Dieser oft revolutionären Technik verdankt der ehemals kleinste BMW auch sein sportliches Image. Auch die 5. Generation trägt die Werte der Vorgänger in sich. Zugleich ist der Dreier die wichtigste Neuerung von BMW in diesem Jahr. Das neue Volumenmodell 320i geht zunächst als viertürige Stufenhecklimousine ab 27.100 Euro an den Start. Bis einschließlich 2006 wird dann die komplette Dreierfamilie überarbeitet sein. Die optischen Änderungen fallen im Vergleich dazu recht moderat aus. Das heißt, der Dreier wirkt nicht so schwerfällig wie der 7er, aber auch nicht so provokant wie der 5er und schon gar nicht so verspielt wie der 1er. Doch auch der Dreier hat seine Ecken und Kanten, die Front wirkt aggressiv, doch im gleichen Augenblick auch elegant. Die Flanken sind markant ausdrucksstark und das Heck bildet einen harmonischen Ausklang. Das Kofferraumvolumen ist um 20 Liter auf 460 Liter gestiegen. Sportlich zeigt sich aber nicht nur das Design der Baureihe. Technische Sahnestückchen wie die neue 5-Lenker-Hinterachse und ein großartiges Fahrwerk bieten Fahrern aller Kategorie eine enorm agile Fahrdynamik. Aber bei BMW zählt nicht nur der sportliche Charakter, vielmehr steht der Sicherheitsgedanke im Vordergrund. So sind eine Vielzahl von technischen Features serienmäßig. Beim Innenraum bleiben keine Wünsche offen. Alles wirkt wie aus einem Guss. Das Cockpit, welches dem Fahrer wieder leicht zugewandt ist, macht einen gut sortierten und aufgeräumten Eindruck. Aufwendiges Infotainment, auf Wunsch mit iDrive, runden das positive Bild ab. Gestartet wird wie im 1er per Knopfdruck. Die komfortablen Sitze und das großzügige Platzangebot sorgen für eine wohnliche Atmosphäre. Ein Problem: Zum Marktstart verfügt der Dreier mit 4 Triebwerken über eine recht überschaubare Motorenpalette. Die Konkurrenz aus Stuttgart und Wolfsburg bietet da meist mehr Auswahlmöglichkeiten an. Bei BMW folgen erst zu IAA der Basisbenziner und 2 richtige Powerdiesel. Doch auch die vorhandenen Aggregate haben es in sich. Und der neue Dreier wird mit seinem Image der Sportlichkeit auf jeden Fall gerecht.